liebe Zuschauer, Zuhörer heute. Jetzt habe ich das tolle Thema, dass ich Ihnen etwas über Elektromobilität erzähle. Und wir haben jetzt die ganze Zeit gehört, dass Strom in diesem Land demnächst eher eine Mangelware wird. Und allein daran können Sie schon die Schizophrenie erkennen. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir zukünftig keinen Strom mehr haben, unmittelbar hier, und keinen sicheren Strom. Und was ist die Lösung, die die Bundesregierung für uns alle vorhat? Die Lösung ist, dass wir demnächst Strom brauchen, um Auto zu fahren. Allein das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Jetzt werden viele natürlich die Nachrichten nur in Bruchstücken mitkriegen. Und die generelle Botschaft ist ja die, die Autohersteller entscheiden aus ihrer eigenen Ansicht heraus, dass wir demnächst aus vernünftigen Gründen alle Elektroautos fahren sollen. Das ist nicht so. Die Autohersteller haben das nicht entschieden, weil sie Elektromobilität für die bessere Lösung halten oder für die geeignetere Lösung halten. Es gibt dazu ein Gesetz. Es gibt ein Gesetz der Europäischen Union, das in deutsches Recht auch umgesetzt wird. Und dieses Gesetz bedeutet, dass für ein Auto, das ein Autohersteller in diesem Jahr in Europa verkauft, ein deutscher Autohersteller beispielsweise, dann muss er eine Strafe zahlen, wenn dieses Auto über einem bestimmten Verbrauch pro 100 Kilometer liegt. Die Grenze für Dieselfahrzeuge, unter der ein Autohersteller keine Strafe zahlen muss, ist 3,6 Liter pro 100 Kilometer. Heute. Die Grenze wird gesenkt auf ungefähr 2 Liter pro 100 Kilometer bis zum Ende des Jahrzehnts. Das heißt, ein Autohersteller, der heute ein Auto verkauft, da können Sie ja alle mal so gucken, was so Ihre Autos so verbrauchen. Ja, auch die neuen Autos, die werden in der Regel so bei 5 bis 10 Liter liegen. Kommt drauf an, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist. Das heißt also, für so ein Auto, das so 6 bis 7 Liter Diesel verbraucht, ja, also gehen wir mal davon aus, dass wir so bei eher 6 Liter liegen, 2,5 Liter über der Verbrauchsgrenze der EU heute, 4 Liter über der Verbrauchsgrenze im Jahr 2030, bedeutet, dass also dieser Autohersteller im Jahr 2030 für diesen Diesel, den er Ihnen verkauft, fast 10.000 Euro Strafe zahlen muss an die Europäische Union. Für jedes einzelne Auto. Und ich darf Ihnen eins versichern, das ist kein Betriebsgeheimnis, das können Sie sehen, wenn Sie in die Bilanzen der Unternehmen gucken. Ich darf Ihnen versichern, der durchschnittliche Gewinn pro Auto ist geringer als 10.000 Euro. Bei jedem Autohersteller, außer vielleicht einem Sportwagenhersteller hier aus der Region. Aber bei allen ist dieser Gewinn auf jeden Fall geringer. Das heißt, die Autohersteller, die sich hier vollmundig entschieden haben, auf Elektromobilität umzustellen, machen das, weil sie überleben müssen. Und sie haben keine Geschäftsperspektive mit Verbrennungsmotoren, weil sie mit diesen Autos kein Geld mehr verdienen werden. Und das ist der Grund, weshalb Sie diese ganzen Bekenntnisse zur Null-CO2 und Elektromobilität hören. Das ist also nicht technologischer Fortschritt, es ist ausschließlich Politik. Politik, und das hat man Ihnen nicht verkauft. Es gibt, wie gesagt, unabhängig von der Tatsache, ob man den Verbrennungsmotor verboten hat oder nicht, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Sie in Kürze höchstwahrscheinlich keine Verbrennungsmotoren mehr oder sehr viel weniger Verbrennungsmotoren in Europa kaufen können. Das ist eine Sache. Es gibt noch eine zweite Sache, und das ist die Frage, wie können Sie eigentlich Elektromobilität nutzen? Und da gibt es ja die vollmundigen Versprechen über die Reichweite. Ja, das ist richtig. Es gibt im Prinzip Elektroautos, genau wie heute auch, in verschiedenen Preiskategorien, und die haben natürlich auch unterschiedliche Leistungen. Nur, bei einem Verbrennungsmotor entscheiden Sie beim Kauf darüber, wie schnell Sie beschleunigen können. Ob Sie eher 30 Kilowatt oder eher 300 Kilowatt oder 45 PS oder 500 PS haben. Wir wissen aber, dass Sie auch mit einem 45 PS Auto sicher und zuverlässig von hier nach Hamburg fahren können oder von hier an die Adria fahren können. Das geht. Das geht ein bisschen langsamer. Das wirkt manchmal ein bisschen angestrengt, aber es geht. Und beim Elektroauto ist das anders.
Beim Elektroauto entscheiden Sie mit dem Geld, was Sie einsetzen, wie weit Ihre Reise geht und wie viel Freiheit Sie haben. Und es gibt die Autos mit 800, mit 1000 Kilometer Reichweite. Würde es in Kürze geben? Ja. Und das sind übrigens auch genau die gleichen Autos, die Sie in 5 Minuten um 300, 400 Kilometer aufladen können. Zukünftig. Nur, diese Autos haben ein Problem. Für die allermeisten von uns. Ich habe die allerwenigsten hier mit dem Hubschrauber ankommen sehen. Die allermeisten von uns sind also nicht in der Kategorie, dass sie sich ein Auto für knapp 200.000 Euro leisten können. Und diese Autos, von denen ich hier rede, mit den 1000 Kilometer Reichweite oder die sich für 350 Kilowatt aufladen können, die sind so teuer. Das ist das Problem. Das liegt daran, weil die Batterie und die Rohstoffe und die Herstellkosten der Batterie schlicht und ergreifend zum heutigen Zeitpunkt exorbitant teuer sind. Die Kosten für ein Elektroauto, die ein Autohersteller ausgeben muss, sind also sehr viel höher und deshalb wird er Ihnen das zum teuren Preis verkaufen. Wenn er Ihnen ein günstigeres Auto verkauft, hat das Nachteile, meistens in Bezug auf die Reichweite. Da kriegen Sie eine Reichweite von 300 Kilometer. Das können Sie locker kriegen, ja, 30.000, 40.000 Euro können Sie solche Autos kriegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass viele von Ihnen zukünftig Ihre Reise, Ihren Wochenendausflug, Ihren Arbeitsalltag, Ihr Leben exakt planen müssen. Und wir haben gerade eben gehört, es kann auch mal sein, dass der Strom nicht zur Verfügung steht. Und dann haben Sie eben am Morgen kein geladenes Auto. Und dann müssen Sie Ihren Tag eben ein bisschen umplanen. Und dieser Entzug an Freiheit, dieser Entzug an Komfort und diese Verkomplizierung unseres Lebens, das ist genau das, was Ihnen hier in diesem Land im Moment als Fortschritt der E-Mobilität verkauft wird. Wir stehen deshalb dagegen. Wir wollen bezahlbare Mobilität und diese bezahlbare Mobilität für die Masse der Bevölkerung ist aus heutiger Sicht mit Elektromobilität so nicht darstellbar. Ich komme noch zum weiteren Thema. Sie müssen ja ein Elektroauto, ich habe viele Jahre übrigens Elektroautos auch immer wieder mal genutzt. Ich war bei einem Autohersteller beschäftigt. Und dazu habe ich dann eben hin und wieder auch Elektroautos ausgeliehen. Und das ist gar kein großes Problem, wenn Sie eine Ladestation haben. Noch besser ist es übrigens, wenn Sie eine Schnellladestation haben. Und jetzt kommen wir zu dem technischen Problem. Wir haben gerade eben über Stromnetze gesprochen. Wer von Ihnen hat denn eine 16 Ampere Zusatzdose oder Zusatzsicherung noch im Haushalt, an der er so eine Schnellladestation errichten könnte? Wenige. Ich übrigens auch. Ja, aber spätestens, wenn Sie in einem Wohnhaus, in einem Mehrfamilienhaus wohnen, ist die Sache am Ende. Und das Problem wird sein, der vollständige Umstieg auf Elektromobilität wird entweder gigantische Ausbaukosten im Stromnetz verursachen, damit steigt Ihr Strompreis, das sind die sogenannten Netzkosten, ja, damit wird übrigens auch der Blackout wahrscheinlich abgedeckt, weil in den Netzkosten sind auch die Reservekraftwerke enthalten. Also, wenn Elektromobilität kommt und immer mehr Leute die Ladestationen wollen, dann steigt ihr Strompreis. So, wir reden heute von 33 Cent die Kilowattstunde. Wenn Sie an der Autobahn, Tankstelle demnächst Ihre 150 oder 200 Kilowatt Ladeleistung abrufen wollen, können Sie mal gucken, da sind Sie heute schon bei einem Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, 100 Kilometer Betrieb mit dem Elektroauto kosten Sie um die 20 Euro im Schnellladeverfahren. Im Schnellladeverfahren. Jetzt überlegen Sie mal, was 100 Kilometer 6 Liter Diesel kosten. Da sind wir noch nicht bei 20 Euro. Aber wir reden von der gleichen Funktion. Schnelles Aufladen wie an der Zapfsäule und Bewegung. Jetzt können wir alle sagen, ja, das wird billiger. Das kann sein, dass es billiger wird. Ich stelle mich hier auch nicht hin und sage, die AfD ist gegen technischen Fortschritt. Wir sind nicht gegen Elektromobilität. Wir sind überhaupt nicht gegen Fortschritt. Wir wollen Ihnen nicht verbieten, Elektroautos zu fahren. Jeder von Ihnen, der es möchte, kann ein Elektroauto fahren. Wir wollen nur, dass die Gesetze in diesem Land so gestaltet werden, dass alle die Leute, die das nicht können oder nicht wollen, vor allen Dingen die, die das nicht können, dass die nicht in ihrer Bewegung eingeschränkt werden. Das ist unsere Politik. Und deshalb kämpfen wir für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Und dann gibt es ja viele, die sagen, ah, Elektromobilität, das wird es eh nicht werden, das wird Wasserstoff.
Das ist etwas, was wir heute unzureichend beleuchtet haben. Es ist schlussendlich aber gar nicht so komplex. Wasserstoff ist schon eigentlich sehr lange im Gespräch als Antrieb für Autos. Wasserstoff wird aus Strom hergestellt. Ja, müssen wir uns mal kurz überlegen, was war hier das Problem, über das wir heute hier reden? Ja, zu wenig Strom, und deshalb wollen wir Wasserstoff verwenden. Wasserstoff kann man aber speichern. Theoretisch. Praktisch hat Wasserstoff eine unangenehme physikalische Eigenschaft. Er ist nämlich ab ungefähr minus 250 Grad gasförmig. Das heißt, den können Sie gar nicht flüssig speichern. Und der ist extrem flüchtig. Der geht sogar durch Metall durch. Der diffundiert durch Metall. Die Speicherung von Wasserstoff ist extrem kompliziert, aufwendig und teuer. Und deshalb ist die Anwendung in einer die mobile Speicherung, also immer da, wo Sie wenig Platz haben und viel Druck brauchen. Die mobile Speicherung in einem Auto ist unfassbar kompliziert und teuer. Sie haben mit so einem Wasserstoffauto, wenn Sie es realistisch betreiben wollen, müssen Sie mindestens 700 bis 1000 Bar in so einen Tank pumpen. Und um das da reinzupumpen, die 700 Bar, brauchen Sie übrigens schon wieder ungefähr 30% der Energie, die in dem Wasserstoff drinsteckt. Das Ganze ist ein Energiegrab, wenn man das durchdenkt. Das heißt, Wasserstoff ist nichts anderes als die Nebelkerze, die momentan in die Luft gehalten wird, um zu verschleiern, dass das mit der Elektromobilität, je näher man der Realisierung kommt, vielleicht auch nicht so funktionieren könnte. Und es gibt den alten Ingenieurswitz. Brennstoffzelle ist ja dann der Antrieb, mit der das umgesetzt werden soll im Auto. Es gibt den alten Ingenieurswitz, also ich habe über die Brennstoffzelle promoviert, der Witz ist wirklich schon fast 20 Jahre alt. Die Brennstoffzelle war die Technologie der Zukunft. Die Brennstoffzelle ist die Technologie der Zukunft. Und die Brennstoffzelle wird immer die Technologie der Zukunft bleiben. Und es gibt ja Brennstoffzellenanwendungen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wo die sind. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat gesagt, wenn die Rasenmäher mit Brennstoffzelle fahren, dann hat sie sich durchgesetzt. Dann glaubt er daran. Ich schließe mich dieser Beurteilung an. Das heißt, die Brennstoffzelle hat eine psychologische Funktion. Sie täuscht darüber hinweg, dass die Abschaffung des Verbrennungsmotors für uns alle fatale Folgen haben könnte. Und wir haben mittlerweile eine gigantische Desinformation. Es wird so getan, als könnte man diese Probleme alle lösen durch politische Entscheidungen. Da machen wir einfach mehr Ladestationen. Da machen wir einfach ein paar Euro mehr, die wir in Subventionen verteilen, damit sie sich Elektroautos kaufen. Nein, es wird nicht gehen. Es ist heute schon gesagt worden, Sie brauchen für den Betrieb von Elektromobilität, wenn Sie das in Deutschland machen wollen, Sie können den Strom ja nicht speichern, brauchen Sie gigantische Kraftwerkskapazität. Ich will hier nicht ausschließen, ich weiß, da drüben steht ein Elektroauto-Fan, und ich will hier nicht ausschließen, dass wir in Deutschland eines Tages mal eine große Anzahl von Elektroautos haben. Und ich würde das auch gar nicht ablehnen. Was wir aber dafür brauchen, ist der Bau neuer, billiger Kraftwerke. Und die einzige Form, wie wir Kraftwerke hier, wenn wir denn uns dieser CO2-Reduktionsthematik anschließen, oder wenn wir einfach sagen, Kohle ist ein endlicher Rohstoff, ein sehr schnell endlicher Rohstoff, viel schneller als Uran, wenn wir uns dieser Theorie anschließen, dass wir Elektromobilität wollen, dann brauchen wir Kernkraftwerke. Und ich sage Ihnen, wie viele, dann brauchen wir ungefähr, um alle Autos in Deutschland zu betreiben, brauchen wir ungefähr 12, 13 von den Kernkraftwerken, wie wir es jetzt gerade abschalten. Und wenn Sie das nicht machen, dann brauchen wir diese sondern fast 100.000 Windräder. Und dann ist der Strom noch nicht gespeichert. Es gibt ja diese Illusion, die Elektroautos sind der Speicher. Dazu möchte ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich war bei Tesla in Kalifornien und genau das habe ich als Politiker gestellt, die Frage, wie sieht Tesla diese Lösung, dass das Auto, das in der Tiefgarage steht, als Speicherbatterie dient. Ist ja nur so das, was vielen Politikern vorschwebt. Da hat er gesagt, der Manager hat uns gar nicht verstanden. Er hat also erstmal, die Frage kam von mir, meine SPD-Kollegin hat applaudiert, kommt selten vor, war auch der Meinung, dass das ein wichtiger, sinnvoller Effekt ist, dass die Lademöglichkeit gibt. Und dann hat der Tesla-Manager erstens verdutzt geguckt und dann geantwortet, warum sollte der Käufer eines 100.000-Dollar-Autos für Leute, die eine unzuverlässige Stromversorgung haben,
seinen Strom hergeben und auf die Mobilität verzichten? Warum sollte er eine stationäre Batterie für $100,000 kaufen? Der kauft dann vielleicht eine zweite Batterie, eine Wallbox, die er für seinen eigenen Stromhaushalt verwendet. Also als autarke Lösung. Aber der wird niemals 20 oder 100.000 Euro investieren, um anderen Leuten den Strom zur Verfügung zu stellen. Es ist ja nicht für ihn selber. Und das ist der große Denkfehler an dieser Variante. Die Elektroautos, die wir an die Steckdose anschließen, sind der große Speicher. Das ist, mit Verlaub gesagt, Unsinn. Und Sie werden als Elektroautonutzer auch immer die Option haben, diese Möglichkeit auszuschließen. Und wenn das 80-90% der Nutzer tun, dann kann die theoretische Möglichkeit zwar bestehen, aber faktisch wird es diese Lösung nicht geben. Wie sieht also unsere Lösung aus? Wir haben eine Lösung. Wenn die Europäische Union, wir wollen ja hier in der Europäischen Union Einfluss haben, wir wollen ja auch politisch wirken, und deshalb haben wir ein Konzept, wenn die Menschen in diesem Land und in Europa tatsächlich keine CO2-Emissionen mehr wollen, dann gibt es eine Lösung. Eine Lösung, die unkompliziert ist. Das sind synthetische Kraftstoffe. Und das haben wir im Bundestag als Erste eingebracht. Da haben wir auch verschiedene Anträge zu. Und das ist mittlerweile auch in einer Regierungsrichtlinie umgesetzt für Dienstwagen. Synthetische Kraftstoffe werden hergestellt aus CO2. Die werden mit Strom aus CO2 und Wasser hergestellt. Und deshalb erzeugen sie kein CO2. Sie fahren das CO2 im Kreis. Und das ist unsere Variante für alle Menschen, die in diesem Land ein schlechtes Gewissen haben. Der synthetische Kraftstoff, da sind wir uns noch unklar darüber, was er wirklich kostet. Ja, das liegt natürlich daran, wie Sie ihn herstellen. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie das CO2 aus der Luft rausfächeln, also die Moleküle quasi einzeln handverlesen aus der Luft rausholen, sind ja nur 400 ppm, wenn Sie das machen und gleichzeitig Windräder nehmen für die Elektrolyse, also in Deutschland, dann wird dieser synthetische Kraftstoff sehr teuer. Dann kostet er 3-4 Euro der Liter. Wenn Sie aber die ohnehin vorhandenen Abgase einer Beton- oder Düngemittelfabrik nehmen, filtern und das konzentrierte CO2 nehmen und gleichzeitig die billige Energie aus dem Kernkraftwerk oder einem Wasserkraftwerk nehmen, wie es das irgendwo auf der Welt immer noch Gott sei Dank gibt, auch in Zukunft, sind ja nicht alle so politisch verbohrt wie wir. Wenn Sie das so machen, dann können Sie synthetischen Kraftstoff herstellen in der Größenordnung um 1 Euro den Liter. So, und damit haben wir eine technische Lösung für alle Menschen, die glauben, sie müssten CO2 sparen. Wir bieten diese technologieoffene Lösung. Wir wollen, dass es politisch umgesetzt wird, wir haben dazu Anträge gestellt und das ist unsere Politik. Wir sind die eigentliche Partei des technischen Fortschritts und der Technologieoffenheit. Wir wollen nicht etwas verbieten aus ideologischen Gründen. Wir bieten allen Menschen die Möglichkeit, die sagen, die gibt es ja auch in unserer Partei, es soll ja auch Wähler geben bei uns, die der Meinung sind, das Klima ist tatsächlich über das CO2 beeinflusst, wir wählen die AfD aus anderen Gründen. Für diese Leute haben wir eine Option. Wir verweigern uns nicht, wir wollen synthetische Kraftstoffe umsetzen und wir halten das für die beste Lösung. Und die können Sie, die synthetischen Kraftstoffe, können Sie in Ihrem 20 Jahre alten PKW verwenden. Und damit erzeugen Sie kein CO2 mehr. Und es ist eine Schande, dass das nicht offen in diesem Land diskutiert wird. Übrigens, in China, dem Land, das wir immer so als Vorbild haben, in China ist das in Gesetz umgesetzt. Und zwar jüngst. Alles das, was wir vorgeschlagen haben, ist dort in Gesetzesform umgesetzt. Das ist das Land des Fortschritts. So sieht's aus. Wir sind die Partei der Freiheit und deshalb wollen wir bezahlbare Mobilität und den Menschen auch weiterhin die Möglichkeit geben, verbrennungsmotorische Autos zu fahren. Vielen Dank.